So, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir mit diesem Kopf jetzt beweisen können, dass wir geschickt wurden. Ja. An eye for an eye. What a winning smile. Hello, I'm on the trail of Jeff the Murderer. Can we come in? Did Sir Bruce send you? Yes. Prove it. Also ich kann mit diesem... I have an invitation from Sir Bruce. Gut, wenn das nicht geht, dann geht immerhin die Karte, ne? Who are you? What do you want? Kann mich hier nichts weiter angucken, nur gehen, mit der Dame reden und ansonsten nur Deko? Schade, okay. I'm here to see Madame Blackheart. I sense you're greatly troubled by something. Yes, I am. How did you know? She's very good, isn't she, Gavin? You are searching for something. Someone. A stranger. Yes, yes. Jeff the Murderer. Oh, Shasha, what's that? This is what? Very what? I was told you could help me find who did this by contacting the spirits. But I'm rather skeptical. Yes, I contact the spirits. But first, you must cross my hand with silver. Sorry, I don't have any silver. Ooh, but I do have this massive diamond. That will do. That will do. Es war ja klar, dass das auch okay ist. Spirits, can you hear me? Shh, someone is answering. She's in great torment. Help me, Bertram Fiddles. You're my only hope. Well, the evening started out much like any other. Hello, mister. How are you this fine evening? Here, don't I know you? Ain't you that Jeff? Ow! What are you doing? And then he cut me blooming head off. A rotten scoundrel. Das ist nicht freundlich. Someone else is coming. Something wicked. But spirits. Cover your heart, Senior Fiden. No, no. I can't stop them. Run, you fool. Run. Also ich muss hier wieder mit den Pfeiltasten ausweichen, dass ich da gut rennen kann. Uppala, beinahe. Dann nehme ich mal alle mit hier. Eine Art Minispiel. Und wie viele Brücken hat es hier bitte schön? Kann es sein, dass es immer dieselbe Abfolge ist? Ich glaube, es ist tatsächlich immer die gleiche Abfolge hier. I think that has given them the slip. Are you okay, sir? Ah, er hat mich gefunden. Dann ist ja gut. Oh, Gavin. I feel most peculiar. Like I've been scrubbed inside out. With an ice cold dirty dishcloth.
Ja, und unser Inventar ist leer. Wir haben alles aufgebraucht und wurden ausgerechnet hierher gejagt. We're round the back of the vinegar factory. What's this street called? Mutton Alley? Hey, Mr. Holmes. Sherlock, what are you doing here? Ha ha, Fiddle. Maybe you aren't such a fool as I thought. But you're too late. He's already gone. Who? Jeff. Jeff the murderer. What's the matter, Fiddle? You look like you've seen a ghost. Shush, Watson. You must think you're pretty clever tracking him down to this unassuming lair. But the fiend is obviously a criminal mastermind. Always one step ahead of the law. It's like a game to him. He's toying with us. Just like the severed head said. What's wrong now, Fiddle? You look like a confused carrot. Okay, ich sehe aus wie eine Flur. Ja, egal. Who'd live in a house like this? Are you sure this is that fiendish villain's house? Head, shoulders, knees and toes. Ah, he hasn't changed a bit. we must have just missed him. His dinner is still warm. Liver, mushy peas and a nice bottle of gin. Lecker, lecker. What atrocious apparatus! I wonder what's cooking. I wonder what. Lieber Mr. Fiddle, Sie denken, Sie sind sehr clever, wie Sie meinen Hinweisen folgen. Nicht. Aber vielleicht habe ich Sie ja nur hinterlassen, damit Sie sie finden. Oder vielleicht auch nicht. Der fiese Dämon, der mir sagt, was ich tun soll, sagt, dass diese Geschichte noch nicht vorbei ist. Ich werde wiederkommen. Hochachtungsvoll, Geoff, der schlechter PS. Mögen Sie Hot Dogs? A letter addressed to me? Tja. I can smell burning. Foofy, are you okay? What kind of a maniac would make sausages out of a dog? Werther isn't going to be happy with this. I can hear scratching. Foofy, where is it coming from? It's under the floorboards. Hey. Yes. Quick, Gavin, move the table. Okay. Look, a trapdoor. Step aside, Gavin. Oh, Foofy! You're alive! Goody. Well done, sir. Oh, Werther will be so happy. Looks like it's time for us to return home, Gavin. Ja, ich würde aber Foofy gern mitnehmen, oder kommt der freiwillig mit? Yes. Ja, kommt freiwillig mit. Braver Foofy. Ah, die rasende Reporterin, was wetten? I must say, I am very impressed, Mr. Fiddle. It looks like you really had that villain on the run. Are you going to continue your pursuit? Do not fear, Emelina. Even though I'm going home to have my supper and get a good night's sleep, I shan't rest until I solve this mystery and uncover the secret identity of Jeff the murderer, whomever he is. Well, I for one can't wait for the next thrilling installment of this adventure. And don't forget about the wager, Holmes. Ha! You'll have to do a lot better than this if you want to see me in a lady dress. What a marvelous story it's turning out to be. Hehehehe
Ja, das war dann Episode 1, die Abenteuer von Bertram Viertel, ein heiliger Fall. Weiter geht es mit Episode 2 und ja, ich habe mit den Jungs ja auf der Gamescom gesprochen, deswegen sei so viel verraten. Bertram Viertel wird erstmal in diesen, ich weiß gerade nicht mehr, waren es 2 oder 3 Episoden, ich muss nachschauen, es steht aber in meinem Bericht auf jeden Fall mit drin, wird erstmal in diesen Episoden erscheinen. Wenn es allerdings gut ankommt, dann wird es weitere Episoden geben, die eine andere Geschichte erzählen. Denn diese Episoden kümmern sich jetzt erstmal um diese Geschichte. Und ja, wenn Bertram Viertel bei uns beliebt ist, dann hat Rumpus versprochen, weitere Episoden mit anderen Geschichten rauszubringen. So, in diesem Sinne sage ich auf jeden Fall Tschüss, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Let's Play.